Hallihallo miteinander. Ich möchte heute mit euch mal dieses Stempelkissen von Action probieren. Ich habe die ja, als ich sie gekauft habe, auch mal alle abgestempelt und ich fand sie super. Die haben wirklich toll gestempelt. Hier habe ich mir das Stempelset, das habe ich bei Craftelier gekauft. Das kann ich euch gerne mal verlinken. Und diese Teile hier von Action. Und ich habe diese Stempel meiner Freundin gekauft und habe sie ihr geschickt. Und die sind alle ausgetrocknet, hat sie gesagt. Also als ich das gemacht habe, habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich euch. Waren die super. Also teste ich das jetzt mal mit euch zusammen. Und wir gucken mal. Ah, hier sind noch ein paar mehr. Wir gucken mal, wie diese Stempel so sind. Wie gesagt, als ich sie getestet habe, waren die prima. Jetzt brauche ich mal irgendwie noch ein anderes. Moment. Ich bin immer noch bei euch. Und wenn wir schon bei Action sind, dann testen wir hier auch noch mal was. Sind auch von Action. Dieses, aber das sind nur, ist nur Schrift, das benutze ich jetzt mal nicht, sondern dieses Set hier. Und dann testen wir die mal zusammen, weil ich natürlich jetzt auch ein bisschen traurig darüber bin, dass ich dachte, ich mache ihr eine Freude und kaufe die und die waren doof. So. Welches nehmen wir denn jetzt mal von denen? Ich nehme das hier. Also die Farben hier teste ich jetzt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt nicht so prickelnd sind, ist schon relativ hoch. Aber ich möchte auch gerne diese Fingerteile mit euch testen. Die sind übrigens größer als meine anderen. Weil ich recht kleine Finger habe, der ist jetzt nicht so fest wie meine, die ich habe. Aber wir testen das jetzt mal zusammen. So, hier habe ich einmal, das ist kein Aquarellpapier und das ist Aquarellpapier von Teddy. Und jetzt probieren wir einfach mal ein paar Farben durch. Welche Farben nehmen wir denn? Wir nehmen hier zuerst diese hier. Und ich hoffe, dass die doch okay sind. Dass es vielleicht immer mal welche gibt, die nicht gut sind. Und dann wieder welche, die besser sind. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen. Fände ich sehr ärgerlich, sehr schade, wenn das jetzt tatsächlich bei mir auch alle ausgetrocknet wären. Jetzt hätte ich hier natürlich gleich mal noch mein Klebeband. Das ist übrigens auch von Action aus der Malerabteilung. Damit fixiere ich mir das jetzt hier mal. Ich mache das so ein bisschen von hinten. Ich mache das einfach so. Nicht so dolle, ne? Entschuldigung, weiß nicht, ob ich einen Schnupfen kriege oder eine Allergie habe. So, das reicht jetzt erstmal. Dann fangen wir hier mal an. Und quietsch. Auf jeden Fall Farbe ran. Also bis jetzt finde ich es ja noch okay. Quietsch. Und dann nehmen wir mal den nächsten. Ja, ich nehme jetzt einfach mal einen. Ich will jetzt das hier einfach nur mal testen. Auch da gibt es jetzt erstmal nichts zum Bemängeln.
Dann nehmen wir mal noch das dunklere. Also, ich stempel das gleich auch noch. Aber ich würde sagen, die sind okay. Also, ich bin jetzt nicht enttäuscht, wo ich mir denke, pff, geht ja gar nicht. Man kann Tatsache auch damit verwischen. Was ich bei diesen Fingern-Dingern hier auch gut finde, dass sie nicht quietschen. Das finde ich immer ist wie an der Tafelkreide. So, ja. Was sagt ihr? Gutes Ergebnis, oder? Ja, also die Lilanen waren jetzt schon mal gut. Dann packe ich den hier mal weg. Packe meine Lilanen wieder weg. Und dann nehmen wir mal die nächste Farbe. Jetzt heißt es nicht farblich. Ist egal. Das wird mein Monk überleben. Nächsten Fingerschwamm. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt nicht gestempelt, sondern nur gewischt, aber damit es geht einwandfrei. Also gibt hier nichts zu meckern gerade. Also Entschuldigung, wenn hier Hunde, Katzen, Tierhaare sind, da hier ja 4 Katzen und ein Hund wohnt zusätzlich zu uns. Passiert es natürlich, ne, dass man überall mal Hunde, Katzen, Tierhaare hat. Noch dazu habe ich ja nun auch Haarausfall, aber meine grauen Haare sind, ich habe ja lange graue Haare, weiß-grau. Und die findet man auch ab und zu mal. Ich werde natürlich hier dann dahinter hier auch wieder eine Karte draus machen. Wenn ich hier mal Sachen ausprobiere, benutze ich das ja hinterher denn. Also ich kann überhaupt nicht meckern, die Farben sind echt saftig, so wie sie auch bei mir waren, als ich sie getestet habe. Ja, also ich kann nicht meckern. Kann nichts Negatives sagen. Okay, das habe ich jetzt ja nicht so toll verblendet, aber gibt Schlimmeres, ne? Hier, guckt mal. Schöne Farben. Machen wir hier mal weg. Das Grau mache ich jetzt mal nicht, weil das ist jetzt farblich nicht so super duper schön. Jetzt nehme ich mal das Grün. Und diese Fingerteile, also mal abgesehen davon, dass sie ein bisschen größer sind, finde ich, gehen wirklich gut. Kann man also auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ich jetzt das nächste Mal bei Action bin, werde ich mir davon noch ein paar mitnehmen. Und ja, ich habe genug, aber für den Fall der Fälle sollte man ja mal welche im Haus haben. So, jetzt testen wir mal das Grün. Und ich einfach mal hier. Ja, auch hier kann ich nicht meckern. Wie gesagt, gleich tempel ich mal. Das möchte ich jetzt schon wissen, ob das jetzt nur wegen dem Fingerschwamm noch geht, dass es deswegen okay ist oder. Oder ich muss meiner Freundin Edina sagen, sie muss halt öfter tippen. Tipp, 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 wie ich es euch auch immer sage. Nicht so schnell aufgeben, sondern das testen wir gleich. Also, ich finde sie gut. Ich bin echt positiv überrascht, dass sie sich auch so schön ineinander verblenden lassen. Und dass sie schöne, unterschiedliche Farbtöne haben. Gefällt mir. Kann ich nicht meckern. Muss mal mein Blatt hier rübernehmen. Na. Sehr schön, zeige ich euch gleich.
Hier. Sieht schön aus, oder? Also ich kann jetzt gar nicht meckern. Ich nehme jetzt mal hier rot. Aua. Und den neuen Fingerstempel. Schwamm, Entschuldigung. Ich muss das erst hier fertig machen. Mein Monk sagt, ich darf jetzt nicht vorher schon mal stempeln. Aber das machen wir gleich. So. Also probieren wir jetzt mal hier das Rosa. Aha. Also. Ah, doch. Das ist nur sehr, sehr hell. Also das ist sehr hell. Aber es ist Tatsache, guckt mal, es ist zu sehen. Es ist nur sehr hell. Ja, geht auch. Ja, also wie gesagt, zum Verblenden sind die wirklich prima. Bin sehr positiv überrascht. Ich muss jetzt mal hier einfach den Rand noch mitmachen. Und ich habe hier, mal abgesehen vom Aquarellpapier, was ja von Action im Moment nicht mehr so schön ist, habe ich das jetzt doch noch angemalt, hier Action-Material benutzt. Wie gesagt, das helle Rosa geht auch. Es ist halt nur sehr hell. Hier. Seht ihr, ne? Also bis jetzt sind alle schön. Ich packe den mal zur Seite und mache ihn gleich sauber, wenn ich nicht mehr im Video bin. Und am besten nehme ich jetzt einfach mal hier diesen Splash und stempel damit. So, und dann stempel ich natürlich jetzt hier mit den Farben, die ich auch benutzt habe, ne? Damit man gucken kann. Tipp, 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 tipp. Und auf dem Stempel ist Farbe. Na, einwandfrei. Sauber machen. Nächsten Stempel. Also den, mal gucken, ob ich das ganz helle Rosa auch benutze. Auch überall Farbe dran. Ich mache das jetzt mal extra hier so ungefähr alles in die gleiche Farbfamilie hier rein. Also es scheint entweder Montagsmodelle zu geben, und ich habe jetzt mal Glück, dass ich keinen Montagskasten habe, weil funktioniert. Hier, auch da. Okay, ich mache jetzt auch mit euch noch den ganz hellen, um mal zu gucken, was natürlich schwierig wird, wahrscheinlich den jetzt. Aber auch da sehe ich, dass da Farbe drauf kommt. Es ist halt wirklich nur ein sehr, sehr helles Rosa. Und da.
Also auch den sieht man. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Also ich sehe es. Der ist sehr, sehr hell, aber er ist zu sehen. So. Ja, ich habe jetzt Gelb nicht getestet, aber ich glaube, da können wir mal kurz drüber hinwegsehen. Habe ich jetzt die oben oder die unten genommen? Ich habe die oben genommen. Hier nehmen wir mal das helle Grün. Und auch da ist Farbe drauf. Und man kann es prima sehen. Also ich kann an den Farben jetzt überhaupt nichts bemängeln. Also, ne, gibt nichts rumzukritteln. Ja, sind prima. Ich nehme jetzt mal, damit das Video jetzt nicht so elend lang wird, nicht mehr das Grün, sondern nehme jetzt mal von den anderen Farben. Das Einzige, was ist, aber das ist bei allen Grün-Gelb-Tönen, dass der Stempel sich ein bisschen verfärbt. Hier, könnt ihr das sehen? Ja. Den mache ich nachher später einfach mit Spüli sauber. Und damit funktioniert es dann auch. Und wenn er auch sich ein bisschen verfärbt, ist das auch nicht schlimm. Wie gesagt, diese Stempel habe ich bei Craftelier gekauft. Das ist eine Firma von Craftelier. Ich werde ihn verlinken. Es sind keine Plagiate, womit wir ja wieder das Thema haben, was mich ja wild beschäftigt. Na, voll genial, oder? Stempelt doch prima. Also, auch mit Distressoxiden kriege ich da kein anderes Stempelergebnis hin. Wenn ich das Satter noch haben will, muss ich hier die Versafine Clair nehmen. Die haben mehr Pigmente drin. Ja. Ich finde übrigens diesen Stempel echt schön. Der gefällt mir gut. So, und den stempeln wir mal hier hin. Also, was habt ihr für gut befunden, oder? Nehmen wir mal hier noch das Blau. Wie gesagt, ich nehme jetzt nicht mehr alle Farben, die ich jetzt hier auch für das Dings benutzt habe. Ich wollte euch das ja nur mal zeigen, einen kleinen Produkttest machen. Und natürlich mache ich damit auch wieder Karten. Ja, also ich kann nichts bemängeln. Ich bin zufrieden mit den Farben. Gefällt mir gut. Meine sind alle saftig. Na, prima, oder? Also, gibt nicht, ups, nichts zu bemängeln. Entschuldigung fürs Nasenschniefen. Ich lasse das jetzt erstmal. Aber für mich war der Test jetzt wirklich gut. Die Farben lassen sich ineinander verblenden. Sie stempeln bei mir prima. Ich kann nichts meckern. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, ob ihr, wenn ihr diese Stempel auch habt, wie die bei euch sind. Ob die bei euch funktionieren. Oder ob sie nicht funktionieren. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Von daher, ich wünsche euch was. Tschüss.